Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatrons. Heute stelle ich euch Part 5 meiner PlayStation Vita Sammlung vor. Es müsste Part 5 sein. Und wie immer stelle ich euch dann 10 Spiele vor, ohne Reihenfolge. Wenn ihr keine PS Vita habt, ich werde euch in diesem Video auch sagen, für welches System die Spiele noch erschienen sind. Und es aber auch nochmal in die Videobeschreibung reinschreiben. Plus zu jedem Spiel einen Trailer verlinken. Einfach mal in die Videobeschreibung gucken, wenn euch ein Spiel interessieren sollte. Das erste Spiel ist God Wars Future Pass. Ein Spiel von NIS-America. Das ist ein Strategie-Rollenspiel-Mix, was im alten Japan spielt. Ich glaube, die Story, die man hier spielt, ist auch wirklich passiert damals. Nur, dass es hier auch Fabelwesen gibt. Und das Spiel gibt es in der Vita-Fassung auch für die PlayStation 4. Ist leider komplett in Englisch. Aber es ist bei den NIS-Amerikan-Spielen meistens so. Und hat einen netten Grafik-Look. Wenn ihr keine PS Vita oder PS4 habt, jetzt irgendwann in nächster Zeit erscheint das Spiel auch für die Switch. Ist aber eine erweiterte Fassung, da sind die DLCs mit schon auf der Karte. Also wenn ihr eine Switch habt, würde ich da noch warten, weil dann bekommt ihr mehr für euer Geld. Wobei man sagen muss, dass die Vita-Fassung und PS4-Fassung vom Preis sehr gefallen sind. Ich glaube, die Vita-Fassung kostet noch 19,99 € und die PS4-Fassung 24,95 €. Aber guckt es euch mal an und entscheidet dann, für welches System das euch holt. Das nächste Spiel ist ein Hack and Slay. Und zwar Senra Kagura. Das ist eine Art, ja, One Piece Warriors, nur dass man hier gegen andere Schulen von Mädchen kämpft. Dann gibt es halt diese Standardgegner, die einfach so weghaut. Und dann gibt es halt diese besonderen Gegner, die sind dann auch sowas wie Endgegner. Und wenn ihr die dann bekämpft, dann verlieren ihre Klamotten, ihre Unterwäsche. Und wenn sie dann komplett nackt sind, stehen sie meistens so vor euch. Ihr seht dann halt nicht alles. Ist auch, glaube ich, so gewollt. Und ich finde diese Senra Kagura-Spiele ganz nett. Hier haben wir ein Wendecover gehabt. Die Vita-Fassung bekommt ihr zurzeit zwischen 9,99 € und 15 €, je nachdem, bei eBay und Amazon. In der deutschen Fassung sogar. Müsst ihr mal gucken. Die PS4-Fassung ist auch für die PS4 erschienen, kostet etwas mehr, aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, guckt es euch mal an. So, das nächste Spiel ist ein, wie sagt man, Railgun-Shooter, also ein Shooter auf Schienen, wie Resident Evil Chronicles. Galgan Double Peace gibt es neben der PS Vita-Fassung auch für die PS4. Ist ein ganz nettes Spiel gewesen, habe ich auf der PS4 durchgespielt, mehrmals schon, weil ich mehrere Enden hatte und man kann auch Sachen freispielen. Und ich weiß die Story nicht mehr genau, man wird irgendwie verflucht von Dämonen und alle Mädchen lieben dich und du kriegst so eine besondere Waffe, kannst dich davon Abstand halten. Du musst sie dann halb so lange beschießen, bis sie in Ekstase kommen und dann erschöpft sind. Fand ich ganz lustig, wie ich finde. Und ja, ist ein ganz nettes Spiel. Und der zweite Teil ist auch vor einiger Zeit, schon vor 2 Monaten erschienen, nur für die PS4 und Switch. Die Vita-Fassung hat dafür den ersten Teil mit der PS4. Finde den ersten Teil auch ein bisschen besser als den zweiten Teil, um ehrlich zu sein. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das ist noch exklusiv PS Vita. Und zwar Yomiwari Night Alone. Warum noch? Das erzähle ich euch gleich. Es ist ein kleines, süßes Horrorspiel, wo man ein Mädchen spielt mit so einer Taschenlampe, was ihren Hund sucht. Gibt so Geister, die man ausweichen kann oder wenn man sich verstecken muss. Hat eine ganz nette Grafik, hat eine schöne Story, wie ich finde, eigenen Charme. Hier war noch ein anderes Spiel auf dieses Firefly Diary. Ja, sie waren 2 Spiele auf einer Karte und kann ich euch nur empfehlen. Bekommt ihr auch noch überall für 39,99 €. Dann haben wir hier den zweiten Teil, Yomiwari Midnight Shadow. Den zu bekommen ist schwer, weil der bei uns nur in der Limited Edition bei NIS America vorbestellbar war beim Shop. Es gibt aber einige Händler in England, Frankreich, die haben die Standardfassung auch, aber die ist selten. In den USA ist es als Standardfassung erschienen, bei uns leider nicht. Ist der zweite Teil. Hier spielt man die zwei Schwestern und muss parallel spielen. Und je nachdem, was die eine Schwester macht, hat das Auswirkungen auf die andere. Habe ich auch noch nicht so weit gespielt, hat aber denselben Grafikpunkt, macht nicht viel neu, aber es gefällt mir, weil ich den ersten Teil sehr gerne gespielt habe. Guckt euch, wie gesagt, die Trailer an. Ja, und warum ist der noch exklusiv? Weil im Oktober erstmal, das gibt es auch für die PS4. Und im Oktober erscheinen beide Spiele hier in einer Collection für die Nintendo Switch. Also wenn ihr Nintendo Switch habt und beide Teile haben wollt, wartet noch ein bisschen, dann könnt ihr diese tolle Spiele auf der Switch spielen. Ich mache einen kurzen Schnitt, dann geht es gleich weiter. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist ein 2D-3D-Anime-Prügler Blaze Blue Chrono Phantasma Extended. Mein zweites Lieblings-Blaze Blue. Das letzte, was für die PS3 und PS4 erschienen ist, ist mein Lieblings-Blaze Blue zurzeit. Und dieses Blaze Blue ist neben der PS Vita-Fassung für die PS3, PS4 und die Vita erschienen. Und kommt nah an das letzte ran. Hat einen geilen Soundtrack, hat gute Story-Modus, hat viele Auswahl an Modis und ist cool. Sieht auf der PS Vita richtig geil aus. Kann ich euch auch nur empfehlen. Bekommt ihr auch schon sehr günstig. Ich glaube auch für 9,99 € bei eBay neu. Und ich habe mir damals diese kleine Limited Edition gekauft.
Und es gibt ja ein neues Blaze Bloom, ein Crossover von Persona und Undead Nightmare oder wie das andere Beat'em'up hieß. So ein Crossover aus drei Serien, glaube ich. Das werde ich mir noch holen für die PS4. Und wie gesagt, das gibt es für die Vita und PS3. Sieht ganz nett aus, beziehungsweise so gut aus. Wenn euch das interessiert, kauft es euch. Kostet auch nicht so viel. Dann kommen wir zu einem weiteren Hack and Slay. Das habe ich mir letztes Jahr, oder war es dieses Jahr? Nee, letztes Jahr in der Limited Edition. Gut für 35 €. Fate Extellio the Oberstar gibt es neben der PS Vita auch für die PS4 und auch für die Switch. Hier würde ich auch wieder die Switch-Fassung eher empfehlen, weil diese die DLCs hat, die später noch erschienen sind, also nicht alle, aber einige mit auf die Karte bekommen hat gegenüber der PS4 und der PS Vita. Sonst aber auch ein Spiel, was man schon für 10 € glaube ich kriegt und ist ein nettes Hack and Slay. Ich mag Fate und habe es noch nicht so viel weit gespielt, beziehungsweise nicht viel gespielt, aber was ich gesehen habe, gefällt mir. Und dieses Jahr kommt auch der zweite Teil raus für die PS4 und Vita. Leider nur Vita digital bei uns. Aber ich habe gehört, dass die asiatische Fassung auch englische Bildschirmtexte hat. Mal gucken, weil die hat ja auch nur englische Bildschirmtexte. Dann kaufe ich mir die asiatische für den zweiten Teil. Auf jeden Fall, wenn ihr solche Spiele mögt, ist Hack and Slay à la One Piece Warriors und Fate im Fate-Universum. Guckt es euch mal an. Das nächste Spiel ist wieder ein Prügelspiel. Und zwar One Piece Burning Blood. Das habe ich mir damals auch in der Collector Edition für die PS4 geholt. Cooles Spiel, braucht sich nicht vor der PS4-Fassung zu verstecken. Sieht fast 1 zu 1 gleich aus, hat auch einen schönen Grafiklook. Zum Bandai Namco und die Bandai Namco Vita-Spiele haben alle deutsche Bildschirmtexte. Eins, was ich hier kritisiere, ist der Story-Modus. Der ist sehr schnell durch, aber dafür wird euch da gute Unterhaltung geboten. Spielt in diesem Ace-Whitebear-Szenario und hat mir sehr gut gefallen und kann ich euch empfehlen. Wer den Vita habt oder PS4. Dann kommen wir zu einem Rollenspiel. Was mir besser gefallen hat damals, das Final Fantasy 15. Ich habe die Vita-Fassung erst vor kurzem angefangen, weil ich es auch für die PS4 habe in der Collect-Edition. Und zwar World of Final Fantasy. Hat einen schönen Chibi-Look. Man spielt hier zwei Geschwister, wie hießen sie nochmal, Lernen und Raren. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und man kann diese, wie hießen sie nochmal, diese Pokémon-artigen Kreaturen fangen und für sich kämpfen lassen. Und das Charakterdesign erinnert ein bisschen, die Karte ist in meiner Vita, wenn ihr euch wundert. Erinnert ein bisschen an Kingdom Hearts, aber ist ein tolles Spiel, hat einen schönen Grafikdruck. Ich finde die Story auch ganz nett. Ist kein mega großes Final Fantasy, aber ein nettes Final Fantasy. Und es hat eine, ja, süße Story, süßen Grafiklook und hat deutsche Bildschirmtexte übrigens. Und was eins, was man hier kritisieren kann, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Wenn ihr das Spiel auf japanischer Sprache haben wollt oder englischer Sprache, müsst ihr euch die Sprachen runterladen. Da ist ein Code bei. Ansonsten habt ihr noch so kleine Helfer noch den Code, den hier. Aber das geht schnell. Und ich spiele das Spiel mit deutschen Bildschirmtexten und japanischer Sprachausgabe. Entschuldigung, kostet zwischen 19,99 und 29,99. Aber ist das Geld auch wert. So, dann kommen wir zu den letzten Spielen. Das geht auch wieder Action-Rollenspiel, aber so in Richtung mehr Monster Hunter. God Eater Rage Boss oder God Eater 2 Rage Boss gibt es auch für die PS4. Übrigens, World of Final Fantasy gibt es auch für die PS4. Auch deutsche Bildschirmtexte habe ich mir ja vor einiger Zeit im Mediamarkt für 15 € gekauft. Und ich mag diese Art Spiele, ist eine Richtung Freedom Wars gibt es auch, wenn ihr solche Spiele mögt. Hier war noch ein Poster bei, ein Code für den VIP-Shop und der Code für den ersten Teil, wenn ihr den haben wollt. Den ersten Teil gab es ja nur für die PSP damals. Der ist hier digital bei. Und wenn ihr solche Spiele mögt, kann ich euch auch diese Spiele empfehlen. Geht halt in der Story darum, dass diese, wie hießen sie nochmal, diese, steht das hier irgendwo? Nee, leider nicht. Ich finde es gerade nicht mehr. Ah doch, Aragami. Im ersten Teil musste man ja die Welt befreien und hier muss man sie verteidigen, die Aragami greifen. Das sind so Kreaturen. Vom Grafiklook sehr schön, wie ich finde. Ist ein tolles Spiel, kann ich euch auch nur empfehlen. Gibt es, wie gesagt, für die Vita und PS4. Und das waren die 10 Vita-Spiele. Ihr seht verschiedene Genres. Und ich finde die Vita tolle Spiele. Ihr seht es hier auch wieder, wenn euch ein Spiel interessieren sollte, guckt bitte in die Videobeschreibung, da stehen nochmal alle Systeme bei, für welche Systeme die Spiele erschienen sind und auch zu jedem Spiel einen Trailer. Vielleicht kann ich ja den einen oder die anderen noch überzeugen, sich eine Vita zu holen. Wird zwar schwer, weil die Vita bekommt ihr so im Einzelhandel nicht mehr, sondern eher nur noch bei Amazon und eBay. Aber bei Amazon gibt es die neu für 129 €. Spiele ist je nachdem, also es gibt Spiele, die kriegt ihr wie gesagt für 10 €. Es gibt aber auch Spiele, die kosten eine Stange Geld, leider. Aber wenn ihr Vita mögt, ich sage immer, das ist das blaue Gold. Das ist je nachdem auch meistens alles wert, was man ausgibt, finde ich. Aber das müsst ihr selbst entscheiden. Ja, das war's von mir. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.